Tutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Tutan Immobilien. Rund um die Erdbeere drehte es sich am Wochenende beim Erdbeerfest in Waldsee für Bettina. Unter dem Motto Bettina will leben fand am Alten Rathaus und im Dorfmarkt Nieser die Benefizveranstaltung zur Typisierungsaktion, die am kommenden Wochenende, den 19.06. im Waldseer Kulturzentrum durchgeführt wird, statt. Viele Menschen aus Politik und Gesellschaft folgten dem Spendeaufruf. Aber auch Menschen, die von der schrecklichen Krankheit schon betroffen waren, sind trotz des durchwachsenen Wetters gekommen. So beispielsweise auch Alex aus Neuhofen, der 2012 die Diagnose gestellt bekam, Leukämie. Warum bist du hier? Also ich bin hier, weil mich das ja auch betroffen hat. Also ich war in derselben Situation wie die Bettina. Vom einen auf den anderen Tag kriegt man die Diagnose und braucht jemanden, der für einen spendet. Für mich ist jemand gefunden worden, was nicht selbstverständlich ist. Und das ist eben auch die Sache, weshalb ich jetzt hier bin. Ich möchte sie auch unterstützen und zum anderen vor allem auch alle ermutigen, die sich noch keinen Ruck gegeben haben bisher, einfach sich zu melden bei der Aktion oder auch von zu Hause kann man einfach Wattestäbchen beantragen. Das geht ganz schnell. Und die Verfahren sind auch ganz minimal. Also es wird über eine Bluttransfusion eigentlich gemacht, nicht über das Knochenmark rausholen oder so, was man so hört. Das ist eine ganz kleine Sache, mit der man ganz Großes bewegen kann. Und das möchte ich eigentlich erreichen, dass sich jeder dazu aufgerufen fühlt, auch einen kleinen Teil beizutragen dazu. Ebenfalls anwesend war auch Janine aus Altrip. Sie hat schon Stammzellen gespendet, die auch einem Patienten geholfen haben. Sie und Max standen für Interessierte am Infostand Rede und Antwort. Sie sind aus Altrip. Bei was für einer Gelegenheit haben Sie sich typisieren lassen? Ich habe 2012 mich bei einer Typisierungsaktion für den Alexander registriert, damals Blut abgenommen mit meiner Schwester zusammen. Und ja, ein paar Jahre später durfte ich dann auch schon jemandem helfen. Wie ist das, wenn man die Stammzellen aus dem Blut genommen bekommt? Ist das mit Schmerzen verbunden? Wie ist das eigentlich? Nee, eigentlich gar nicht, weil die Leute kennen das, die paar Spritzen, das ist wirklich keine große Sache. Dann nimmt die ein bisschen Blut, dann kommt sie wieder zurück und nach ein paar Stunden kann man wieder gehen, heimgehen und es ist alles gut. Die Stammzellen, wurden die dann auch angewandt? Ja, die gehen ja dann direkt noch am folgenden Tag weiter nach Großbritannien und sofort kommen die dann zu dem Patienten und man erfährt eigentlich schon relativ schnell, wie das geklappt hat bei dem und ich habe mittlerweile auch schon halbjährliche Prognose gekriegt, dass es gut läuft. Neben zahlreichen Erdbeerspezialitäten in allen Variationen gab es auch ein Bundesrahmenprogramm, bei dem Adler- und Rhein-Neckar-Löwen-Fanartikel verlost wurden oder auch eine Versteigerung eines Bayern-Trikots und eines Nationalmannschaftstrikots mit Originalunterschriften. Ja, wir sind als Veranstalter von dem Erdbeerfest sehr zufrieden. Wir haben eine sehr, sehr schöne, hohe Resonanz. Die Waldseer, kann man sagen, halten hier ganz feste zusammen. Seit heute Morgen um 10 Uhr läuft das Erdbeerfest wirklich auf höchstem Niveau. Kuchenspenden aus allen Ecken aus Waldsee oder auch über die Grenzen von Waldsee hinaus. Wir sind also mit dem Verlauf des Festes und mit den Spenden sehr, sehr zufrieden. Mit Clemens Könner und Verbandsbürgermeister von den Rheinauen Otto Reiland waren selbstverständlich auch die Schirmherren der Aktion vertreten. Herr Könner, sind Sie überrascht mit der großen Resonanz heute beim Erdbeerfest hier in Waldsee? Auf der einen Seite bin ich überrascht, aber ich habe von der Waldsee mal nichts anderes erwartet. Wenn die was auf die Beine stellen, dann wird es eine riesige Aktion. Herr Reiland, was ist es für ein Thema die letzten Wochen hier in Waldsee? Es ist Sprechthema überall, weil die Bettina ist ja Urwaldseherin, man kennt sie, man verbindet ein Gesicht mit ihr und da war das für fast alle, die man gesprochen hat, oder für alle klar, dass man da mitmacht. Mit den Huddelschnuddler kam auch Unterstützung aus Ludwigshafen. Ein weiteres Highlight waren die Waldsimmer Gasserassler. Und bei uns ist nun Bettina aus Waldsee, die dringend Stammzellen benötigt. Wie geht's Ihnen aktuell?
Also heute habe ich einen ganz guten Tag. Ich habe weniger gute Tage als das. Es geht eigentlich im Moment ganz gut. Also die Resonanz, die war bis jetzt riesig. Das Ganze wurde ja von meinen guten Freunden organisiert und die haben die Typisierung da ins Leben gerufen. Und bisher ist die Resonanz über Facebook, über WhatsApp-Nachrichten, über die, ja, es ist Wahnsinn, wie die Leute da reagieren drauf, also zum Positiven reagieren. Und das macht mich natürlich auch ganz, ganz stolz, dass da was geht. Dann zum Abschluss vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf starten? Ja, also genau, Aufruf. Ich hoffe, dass viele, viele, viele Leute kommen an dem Sonntag. Ich hoffe natürlich, dass für mich jemand dabei ist und für noch ganz, ganz viele andere Leute, die Leukämie haben, wenn, ob es Kinder sind oder Säuglinge oder im Ausland, egal. Es wäre schön, wenn die Leute am 19. das wahrnehmen und Waldsee stürmen und die Parkplätze auseinander sprengen und dass da was geht an dem Tag.